Octagon erobert die nächste Stadt. Nach drei ausverkauften Turnieren in Deutschland kommen wir nach Oberhausen. Und wieder einmal werden wir das Beste zu sehen bekommen, was die europäische MMA-Szene bietet. Ein deutscher Fighter hat die Möglichkeit, um den Interimstitel im Halbschwergewicht zu kämpfen. A fighter on the rise, Alexander Ironside Poppet. Oh! He's another new era of light heavyweight. He can grapple, he's got submissions, but my God, the scariest thing about this guy is his knockout power. Der deutsche Wikinger Popek muss aber vorher noch vorbei am slowakischen Riesen Pavol Langer. Obwohl außerhalb des Cage ein ruhiger Typ, überrollt er jeden Gegner. So here we go. Im Viertelfinale der MMA Champions League kämpfen die Besten Europas um das Aufsteigen in der Millionenpyramide. Der deutsche Kälte Christian Jungwirt tritt gegen Bojan Veljkovic an. Und der Grieche Andreas Michailidis trifft auf den neuen Star Mo Grabinski. Und natürlich wird auch der deutsche Superstar Christian Eckerlin dabei sein. In einem Duell mit dem spanischen Matador Tato Primera. Am 17.06. in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Tickets im Vorverkauf auf eventim.de. Zápas, ktorý slovenské publikum privítalo s veľkým nadšením. Čepo versus Tuburcián. Zápasy Vlasta Čepa jsou rychlé, tvrdé a málo kdy končí jinak, než nekompromisním KO soupeře. Je to až neuvěřitelný úkaz ve světě MMA. Všech svých 11 vítězství totiž získal v prvním kole. A 100% úspěšnost ukončení má i moldavský zabiják Tuburcián. Jeho len 3 roky stará kariéra stoupá raketovým tempom. Každým zápasem se zlepšuje. Naposledy dokonce knockoutoval v prvním kole do té doby neporaženého Rakušena Abergera. Čaká nás souboj dvoch bojovníků, kteří milují prestrelky. Otázkou je, kdo padne první. Das Ding wird jetzt explosiv. Oh ja. Und Ion Tobuciano hat beim offiziellen Wiegen einen ziemlich lustigen Move gemacht. Hast du es gesehen mit der Banane? Ich hab's gesehen. Stell dir mal vor, du läufst so nichts Böses ahnend in ein Kaufhaus, willst dir eine neue Jeans kaufen und dann ist das offizielle Wiegen von Octagon und ein wild gewordener Moldawier hält in Andeutung eine Pistole, dir eine Banane ins Gesicht an sein Gegner Vlasto Čepo. Ich sag dir wirklich, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Kampf über die Runden gehen wird. Nein, auf gar keinen Fall. Das sind zwei absolute Tornados, die jetzt hier gleich durch den Cage fegen werden. Boah, ich weiß gar nicht, auf wen man wetten soll. Ja, es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Also, ich bin sehr beeindruckt von den vergangenen Performances von Vlasto Čepo gewesen. Weil der einfach, selbst wenn er angenockt wird, er kriegt richtig einen vor den Koffer. Verschanzt er sich für eine Sekunde hinter seiner Deckung, packt einen Ellbogen aus und dann ist Feierabend. Also, Čepo hat einfach diesen Riecher, diesen siebten Sinn für Chaos. Es gibt auch einfach Leute, die in der Lage sind, harte Treffer verdammt gut wegzustecken. Ja. Die sind zwar angeschlagen, aber die behalten trotzdem im Eifer des Gefechts dann immer die Übersicht über die Situation und können dann noch rechtzeitig reinkontern und den Übereifer vom Gegner dann ausnutzen, ja, und ihn dann stattdessen ausnocken. Ja, so wie es Israel Adesanya zuletzt gemacht Richtig. Hat. Paradebeispiel. Ja? Richtig. Ja, Adesanya auch wirklich im Gefecht, hat 2, 3 richtig harte Hände genommen, kurz die richtige Möglichkeit abgewartet und dann mit der rechten Hand reingekontert. Und dann war das Ding vorbei.
Man darf nie unvorsichtig werden. Das gilt auch für Ion Topociano. Mit gerade mal 21 Jahren stellt er sich hier Vlasto Cepo. Und jetzt lasst euch mal diese Kulisse hier auf der Zunge zergehen, liebe Sportsfreunde. Mit slowakischer und serbischer Flagge. Und gefühlt die halbe Halle steht mit Handy am Start und wartet auf den Einlauf von Vlasto Cepo. Und hier ist er. Der ist gerade aber 28 Jahre alt. Prozent Finishrate ist eine Ansage. Und alle seine Siege hat er in der ersten Runde geholt. Ja, das ist wirklich. Also, solche Athleten wie ihn gibt es nicht oft. Und ich hab's gesagt, er hat einfach den Riecher dafür. Wenn er diesen Kampf heute gewinnt, dann hat er vielleicht die Möglichkeit, mal seine Fehde mit Martin Peñas, dem anderen Mittelgewicht bei Octagon, der ähnliche Charakteristiken aufweist, der auch so eine Finish-Ratio hat, die sich gewaschen hat. Die beiden können sich auf den Tod nicht riechen. Und es wird Zeit, dass sie das mal im Käfig austragen. Kam bislang immer was dazwischen. Und wenn Cepo jetzt gegen den jungen Moldawier Ion Topociano gewinnt, dann steht auch diesem Match hier nichts im Wege. Mundschutz rein, ein wenig Vaseline aufs Gesicht, noch mal eine kurze Umarmung an die Coaches. Und dann ist Vlasto Cepo bereit für die Performance bei Octagon 42. So, von der bloßen Optik wirkt Vlasto Cepo deutlich schwerer als sein Gegner. Wenn man mal rein den körperlichen Frame anguckt, auch wenn sie natürlich beide gleich schwer sind. Da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Weight Cut und Rehydrieren. Wenn er mehr Gewicht gemacht hat und besser in der Lage ist, wieder Gewicht draufzupacken, ja, dann wird mit Sicherheit seine paar Kilogramm mehr auf der Waage haben jetzt. Kann sehr gut sein, ja. Ja, das ist schon ein Brecher, der gerade in die Cage steigt. Warte. Was soll das für eine Gewichtsklasse sein? Das ist Mittelgewicht. 84 Kilo. Es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt hier gerade knapp an der 100 ist. Ja, kann gut sein. Und wir sehen hier bei Vlasto Cepo das Logo seiner eigenen Security-Firma auf dem Banner. Aber gut, Topociano ist etwa 7 cm größer. Also, wir kommen zur offiziellen Vorstellung der beiden Kämpfer. Dámy a pánové, toto je hlavní předzápas dnešního večera. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. And our next contest is a middleweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in charge is Gert Richter. Let me introduce you both fighters and we will start in a blue corner. He's 21 years old, stands 192 centimeters tall, weighing 84.4 kilo. Represent Club Barbarossa School, and the coach in his corner is Sergei Barbarossa. He has a professional record of 7 fights, 6 wins, all finished before the limit, and only 1 loss. Fighting out of Moldavia, Ion Topociano! In the red corner, he's 28 years old, stands 185 centimeters tall, weighing 84.3 kilos. Represent SFG Dogs Bet Fight Company. And the coaches in his corner are Jan Hudák, Attila Vek, and Michal Pecár. He has a professional record of
13 fights, 11 wins, all finished before the limit, only two losses. Representing Nerura Cup team, Tip Sport, and fighting out of Slovakia, Laszlo El Chapo! Chapo! Scheiße, was ist denn hier los? Was für eine Energie gerade. Oh mein Gott. Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times. Alter, der Größenunterschied, ich sehe hier keinen wirklichen Größenunterschied. Fight fair. Got your nose, please. Ja. Der ist ein Brecher. Wahnsinn. Meine Güte. Aber ich mache mir wirklich auf eine explosive erste Runde gefasst. Ja. Zu Recht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Topociano schneller und explosiver ist als Chapo. Aber Chapo hat halt einfach Hände, die sind magisch, der kann zaubern. Wo der hinschlägt, da fallen die Leute um. Ich habe Angst zu blinzeln. Ja, ja, es ist so. Aber bislang schönes Kickboxen und gute Beinarbeit von Moldavia. Wow, Alter, schön Ende jetzt. Hört euch das an, liebe Zuschauer. Das ist meine Energie. Oh. 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 Er ist gefährlich. Aber die Feuer noch beide. Wahnsinn, was wie für ein Irre. Das ist ja geil, das gibt's nicht. 21 Jahre alt und gar keinen Respekt vor der 100% Finish-Rate. Null. Aber sowas von gar nicht. Ich bin mal gespannt. In Moldawien gibt es gute Kombat-Sambo-Kämpfer und gute Ringer. Es kann sehr gut sein, dass Topociano etwas aus diesen Kampfsportarten zeigt. Ja, man sieht es auch, dass Chapo Respekt bekommen hat. Ja. Aber Chapo ist durch und durch kein Bodenkämpfer. Also ich glaube, dass... Oh. Oh mein Gott, das wird was passiert hier gerade? Ordentliches Geballer im Stand. Und das Auge von Chapo ist schon geschwollen. Wahnsinn, was für ein Tempo von den beiden. Boah, brutal. Einfach brutal. Ui. Ganz knapp verfehlt mit dem Cross. Das war richtig knapp. Jetzt haben beide mal ein bisschen Tempo rausgenommen. Es war kein Wirkungstreffer, er ist einfach auf Balance gefallen, aber Chapo trifft nochmal. Topociano versucht es mit dem Clinch. Schwierig. Sehr, sehr schwierig, aber gut gelöst hier von Topociano. Oh mein Gott, was war das für eine geile Aktion? Was passiert hier gerade? Das gibt es nicht. Topociano und den Takedown. Wow. Wichtig, dass er den bekommen hat. Boah, dieses Highlight muss ich mir gleich unbedingt noch mal anschauen. Was geht denn bitte hier ab? Wie schön er sich da reingedreht hat. Meine Güte, ist das eine erste Runde. Ich glaub's nicht. Ich sag's ja, der hat keinen Respekt. Das ist ihm völlig egal. Ja, aber er macht genau das, was man mit Chapo eigentlich machen müsste. Er holt ihn an den Boden. Wenn Chapo eine Schwachstelle hat, dann ist es die. Er versucht ihn sich vom Leib zu halten. Chapo drückt die Ferse in die Hüfte. Ah, gut passiert hier von Topociano. Und er macht sich hier weiter eine Halfguard-Breite und jetzt kommt ein Ellbogen. Oh mein Gott, die Ellbogen. Ach du liebe Zeit, er hat einen fetten Cut auf der Stirn geöffnet. Die Ellbogen, die haben richtig getroffen. Gott, das ist ein Riesencut. Der hat gerade wie ein Basketball seinen Kopf auf der Matte gedribbelt. Ach du Kacke. Das wird jetzt richtig unchristlich hier und er arbeitet, sagt er aus, es wird auf den Kimura gehen. Aber er kommt ihn dann die Side-Mount. Minute, das ist noch lang, das ist ekelhaft lang, wenn man so einen Gegner auf sich sitzen hat.
Und Chepo arbeitet hier gut, versucht sich von der Hüfte des Gegners wegzudrücken. Jetzt kann er vielleicht aufstehen. Oh, und er rollt wieder nach hinten. Chepo ist blutüberströmt. Und Chepo schiebt ihn wieder weg. Wahnsinn, was Topociano hier mit 21 Jahren für eine Performance abliefert. Und das Blut spritzt aus der Stirn von Vlasto Chepo. Wow. Das läuft dann gerade, als hätte jemand den Hahn aufgedreht. Das spritzt hier aufs Kommentatorenpult drüber. Und die Fans eskalieren hier komplett. Chepo steht wieder. 20 Sekunden hat er noch. Ich habe gesagt, der Kampf geht wahrscheinlich nicht aus der ersten Runde heraus, aber ich bin ehrlich froh, dass er es tut. Ja. Ich will unbedingt eine zweite Runde sehen. Ja, Mann. 100%. Wahnsinn. Und der Referee Gerd Richter schaut das hier ganz genau an. Wir haben eine Pause. Der Ringarzt und die Cutman haben alle Hände voll zu tun. Und ich freue mich auf die Replays. Ich will unbedingt diese Aktion am Cage sehen, wie er sich da reingedreht hat und den Ellbogen reingebracht hat. Also, das war so explosiv. Ellbogen wirklich perfekt getroffen mit der äußeren Kante des Knochens direkt auf die Stirn. Da hat er ihn sich aber auch wirklich perfekt zurechtgelegt, bevor er mit den Ellbogen reingekommen ist. Und dann zweimal hat er ihn gedribbelt wie so ein Basketball. Wow. Jetzt schauen wir es uns doch mal an. Ja, da hat er ein bisschen überrumpelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Chepo hier. Bam. Wow, das war heftig. Jesus Gott. Richtig sexy. Und jetzt kommt es mit dem Ellbogen. Zack. Eins, zwei, drei. Dritter. Uiuiui. Du meine Güte. Und unsere Kollegen, die hier den Cage sauber machen, ja, die dürfen das Ding hier gleich mal grundsanieren. Denn nach so einem Match. Meine Güte, dieser Cut ist aber auch groß. Schaut dir das mal an. Das geht über die halbe Stirn. Wow. Aber Respekt an den Cutman, weil der hat es geschafft, die Blutung zu stoppen. Ja, das muss man auch erstmal hinbekommen. Schau mal. Schau, wie er sich bewegt. Oberkörper immer beweglich. Ja. Pendelt hier extrem. Oh, die linke von Chepo. Knapp verfehlt. Oh mein Gott, das war das für eine rechte. Mit was für einer Wucht Topociano hier reingerusht kommt. Das ist ja, also, das habe ich noch nie gesehen. Wer? Also, der hat wirklich nur einen Gang und das ist der Vorwärtsgang. Alles andere gibt es bei dem nicht und das auch mit voller Kraft voraus. Holy moly. Also, sag mal ehrlich, er ist mit 21. schon so weit entwickelt. Das ist eine Ansage. Das ist eine richtige Ansage. Stell dir mal vor, wie er sich in den nächsten 2-3 Jahren entwickeln könnte, was für ein Fighter er wird. Shit. Besonders nach Kämpfen mit solchen Kalibern. Ja. Und die Five Shots von Ion sind schon komplett blutüberströmt. Was ist denn hier gerade los? Ein wildes Geballer, aber hier ist Chepo gefährlich. Hier kann Chepo kontern. Das gibt es nicht. Topociano wackelt. Ion wackelt. Chepo meldet sich gerade wieder mit einer ordentlichen Dampfpackung zurück. Und jetzt steht er mit dem Rücken nur noch da. Ich bin sprachlos. Wow! Ich bin gerade komplett im Schock.
Nicht eine einzige Person steht mehr, sitzt mehr in dieser Halle. Ich weiß nicht, was ich zu sowas noch sagen soll. Gott im Himmel! Was war denn das? Er ist ein bisschen leichtsinnig geworden. Ja, und genau darin ist Vlasto Cepo gefährlich. Sein letzter Gegner, Giovanni Melillo, hat genau denselben Fehler gemacht. Hat ihn angeklingelt, war dann offen und dann gab es das böse Erwachen. Hier sehen wir es nochmal. Topociano springt rein. Wow. Und hier kam der Treffer. Die Linke hat ihn schon ein bisschen zum Wackeln gebracht. Es sah sogar nach einem Kopfstoß aus. Mit Anlauf springt er da rein. Was für ein Brett. Entschuldigt, liebe Zuschauer, meine Ausdrucksweise, aber meine Fresse, wie genial war jetzt das bitte? Ich weiß nicht, ob ich mich gerade täusche, aber es sah so aus, als wäre der Kopfstoß hätte ihn angeklingelt. Brutal. Einfach brutal. Cepo hat den Kopf reingenommen, runtergenommen, ist mit dem Kopf, so sah es gerade für mich aus, an den Kiefer getroffen und hat ihn dadurch zum Wackeln gebracht. Und danach kam erst die Schlagwirkung durch die Hände. Wahnsinn! Wow, das ist echt geisteskrank. Topociano kann es gerade selber noch nicht fassen, was hier gerade passiert ist. Liebe Zuschauer zu Hause, deswegen lieben wir den Kampfsport. Wow. Unbeschreiblich. Das kriegt man einfach nirgendwo anders. Und in dem Moment, als dieser Knockdown kam, sind alle Zuschauer aus ihren Sitzen rausgerusht. Es war tatsächlich mein der Kopfstoß. Gott. Der Kopfstoß war es, der ihn zuerst angeschlagen hat. Ah, okay. Weiterhin muss man sich gegebenenfalls noch mal im Replay angucken. Co říkáte na tenhle zápas, dámy a pánové? Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to the action after 1 minute and 54 seconds in the second round. And by TKO, the winner coming from the red corner, Vlasto El Chapo! Chapo! Bitteres Ende für Ian Topociano, der konnte den Sieg schon schmecken, aber hat die Rechnung ohne Vlasto Cepo gemacht. Wow. Teď ani nemůžu říct, Vlasto, co jsi mi řekl. Jaké je tohle slyšet? Nemám slov. Nevím, co mám povědět. Tak. Myslím, že je to splněný sen každého zápasníka, každého sportovce, kdy jeho domácí arena skanduje jeho jméno. Jak těžký byl tenhle ten sen? Tak 15 rokov roboty a dostal jsem se sem. A stále to je kurva těžké, vidíš, skoro jsem prehral. Nakonec jsem to otočil, chvála Bohu. Já bych se postavil z té zeme, ale tak mi začala liať krv do očí, že já jsem celé 2 minuty nič neviděl. Já jsem mal stále červené oči. Stále jsem se utíral, chcel jsem pokračovat, nič mi nebylo. Ale Boh mi pomohl, 100%. Pojďme se, ještě než se podíváme na ty záběry, řekni mi, jak blízko v tvý hlavě bylo, že jsi myslel, že můžeš dnes tady padnout? Tak vždycky s tím rátám, že můžem prehrať. Teraz jsem se například za celou kariéru cítil nejlepší, připravený jsem byl nejvíc a úplně zlý začátek. Takže to MMA každý může prehrať. A ještě chlapec ma chcel zabít, to bylo vidno. Ale já ďakujem za to, lebo to ma potom motivuje bojovať ešte viac. Ale bol som blízko, určite v tom prvom kole som už mal na malé. Myslel som si, že rozhodca to stopne kvôli katu, lebo akože údery som necítil, nebolelo ma nič. A ako mi dal ten lakeť, nebolel ma vôbec, ako keď ma mucha uštipne, len som cítil, že mi ide krv do očí. Ja milujem, když říkáš, že si necítil ty údery. Tady vidíme ten moment, ktorý rozhodl. Tvrdá pravá, viděl jsi, že tu Borčovánu zavrávoral, v tu chvíli si asi už věděl, jak to dopadne. Ano, myslel jsem si, že už to dotiahnem, ale stále se trošku pohol, tak jsem byl, kým ma soudí nestopne.
Byl som ako keby mi udržný peniaze, ty koko. Tady ešte jednou přijde ta pravá. Bam! Bye bye. Bye bye Pepsi Cola. Vlasto, poslední otázka ještě než pro tebe mám přichystaný dárek. Obtěžovali tě dneska trenéři zase s taktikou nebo ti dali konečně pokoj? Nie, práve že povedali tak, ako som plánoval. A vidíš, kurva, zase keď idem po taktike, tak dostávam bitku. Sa mi to prestáva páčiť. Dámy a pánové, Vlasto Čepo má za sebou další fantastický zápas. A touží už dlouho po jednom zápase. Tak se na to pojďme podívat. Nenoste mi ho se, lebo aj on dostane teraz. Matěj, my jsme se dozvěděli pár dní zpátky, že máš nabídku znovu do Dana White Contender Series. Ale stejně tak víš, že 7.10. tady bude v Bratislavě turnaj, tak jak to bude? Je to tak, o nabídce to je pravda, ale já myslím, že s Vlastou už ten příběh musíme dokončit. Nechci slibovat 7.10., protože všechno se bude odvíjet, kdy začnu trénovat, ale věřím tomu, že to tak bude, že v létě začnu trénovat a budu ready. Takže ten fight vyřešíme. Co říkáš na dnešní výkon, Vlasta? Já myslím, že to bylo klasický Vlastovo nahoru dolů. Vlasto ukázal, že má srdce, že má tvrdou hlavu. Vidím tady obrovský kat a má ode mě obrovskou gratulaci. Takovýhle výkon. Vlasto, zbývá 5,5 měsíce do toho turnaje. Dáme to konečně 7.10. tady v Bratislavě. Pozri, v prvom rade Matěj nech se doléčí. Ja síce vyzerám na piču teraz, ale kľudne by som ešte jeden zápas zvládol aj teraz. Tak teď to dělat nebudeme, ale věříme, že 7.10. se to tady uskuteční. Matěj, děkuju moc. Matěj Peňáz, Vlasto Čepo, fantastický vítěz dnešního večera. Chceš ještě něco dodat? Počúvajte ľudia, sorry, že naťahujem, ale mne povedali, že dneska budem zápasiť o 9 a nakoniec zápasím 1:15. Čiže teraz aj ja budem naťahovať ďalej. Prvá vec, druhá vec. Octagon spolupracuje s Donio.cz, kde pomáhajú chorým deťom a chudobným. Vy čo počujete a máte trošku viac peňažkov, dám do dražby svoje rukavice a všetky peniaze pôjdu pre Viktorku, ktorá má chorobu a chce mi umožniť lepšiu liečbu. To je jedna vec. Druhá. Vždycky mi stiahnu z výplaty rukavice, tak tieto idú na dobrú vec. Dúfam, že mi ju nestiahnete. Tretia vec a štvrtá vec. Ďakujem všetkým, čo ste prišli podporiť. Svojim blízkym ľuďom, ktorí ste tu, moja rodina najbližšia a moji najbližší ľudia. Veľa vzácnych hostí tu mám. Majko, Ryško, Lucka moja. Všetci, čo ste tu, vy viete. Ďakujem veľmi pekne aj týmto ľuďom. A najviac Bohu. Dovidenia. El Chapo, Vlasto Čepo. Das war Vlasto El Chapo Čepo. Er war komplett sprachlos am Anfang. Er musste 15 lange Jahre warten, bis er heute diesen Sieg abgeben konnte in der vollen Halle in Bratislava. Er hat gesagt, dass er 2 Minuten lang einfach so viel Blut in seinen Augen hat, dass er kaum gesehen hat. Aber Gott hat ihm geholfen bei diesem Sieg und er konnte sich diesen Sieg am Ende holen. Er hatte Angst, dass er verlieren kann. Bei MMA, da kann sich jede Sekunde das Ganze komplett ändern. Also es war wirklich auch ganz knapp. Die Schläge von seinem Gegner, er hat sie kaum gespürt, hat er gesagt. Nur hat er so viel Blut in seinen Augen, dass er kaum sehen konnte. Es war geplant, dass er seine Taktik anwendet, aber er hat eine auf den Deckel gekriegt. Also nächstes Mal vielleicht kämpft er ohne Taktik. Er wird wahrscheinlich am 7.10. In Bratislava gegen Peñas antreten, aber er sollte sich zuerst komplett gesund werden. Und am Ende hat er dazu aufgerufen, auf Donio.cz wird er seine Handschuhe in die Auktion geben und er hofft, dass die Leute einfach spenden werden für diese gute Sache. Octagon erobert die nächste Stadt.
Nach 3 ausverkauften Turnieren in Deutschland kommen wir nach Oberhausen. Und wieder einmal werden wir das Beste zu sehen bekommen, was die europäische MMA-Szene bietet. Ein deutscher Fighter hat die Möglichkeit, um den Interimstitel im Halbschwergewicht zu kämpfen. A fighter on the rise, Alexander Ironside Popek. Oh! He's another new era of light heavyweight. He can grapple, he's got submissions, but my God, the scariest thing about this guy is his knockout power. Der deutsche Wikinger Popek muss aber vorher noch vorbei am slowakischen Riesen Pavol Langer. Obwohl außerhalb des Cage ein ruhiger Typ, überrollt er jeden Gegner. So here we go. Im Viertelfinale der MMA Champions League kämpfen die Besten Europas um das Aufsteigen in der Millionenpyramide. Der deutsche Kälte Christian Jungwirt tritt gegen Bojan Veljicovic an. Und der Grieche Andreas Michailidis trifft auf den neuen Star Mo Grabinski. Und natürlich wird auch der deutsche Superstar Christian Eckerlin dabei sein. In einem Duell mit dem spanischen Matador Tato Primera. Am 17.06. in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Tickets im Vorverkauf auf eventim.de.